Es ist wirklich krass, Freunde, wie viele von euch sich bei mir gemeldet haben nach dem letzten Video. Ich schieße jetzt hier gerade ein paar Fotos für den Dachdecker. Also ich habe wirklich 100, 200, 300 Mails bekommen von Handwerkern, die mir halt helfen wollen hier bei dem Projekt. Das fand ich wirklich lieb, auch die Texte, die ihr mir geschrieben habt. Natürlich bin ich auch so ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, aber ich wollte euch einfach kurz einmal ein Update geben, dass wir jetzt hier weiter sind, zumindest was das Dach angeht. Habe ich jemanden am Start, der wohl fähig ist und das auch gerne machen möchte, als auch bei den Fenstern, als auch bei der Heizung. Ich bin mit Pia nächste Woche hier beim Haus, werde jetzt zusehen, dass ich nur so einen Container bestelle und dann reißen wir zusammen das erste Obergeschoss aus. Es wird also doch noch was mit der Handwerkerkarriere, Freunde. Tut mir auch ganz doll leid, dass ich mich da nicht bei jedem persönlich bedanken konnte für die Nachricht und auch nicht jedem antworten konnte, weil es einfach wirklich zu viel war. Aber ich werde auf jeden Fall auf euch zurückkommen, wenn es nochmal aktuell werden sollte. Ja, Freunde, heute eigentlich ein ganz anderes Video. Wir sind auf dem Weg nach Würzburg mal wieder. Es ist super praktisch, dass das Haus hier quasi auf halber Strecke direkt mitten in Deutschland eigentlich ist, an der A7. Ein kleines Wort, bevor es zum Hauptteil des Videos geht, noch vom Sponsor des heutigen Videos. Ihr erinnert euch, vor einigen Wochen haben wir hinten hinter der Garage das Solar-Balkonkraftwerk aufgebaut. Zwei Panels, die über einen Mikroinverter den Strom direkt ins Hausnetz speisen. Und da haben einige von euch auch schon in den Kommentaren geschrieben gehabt, jo, was passiert denn mit dem Strom, wenn ich jetzt tagsüber nicht zu Hause bin, die Sonne knallt drauf und das Haus hat gar nicht so einen hohen Grundbedarf, wie das produziert wird. Ja, der Strom geht natürlich, wenn man keinen Einspeisevertrag hat, verloren. Und für genau dieses Problem hat Anker jetzt die Lösung. Und zwar eine neue Entwicklung, die Solix Solarbank E1600. Die steckt hier einfach zwischen den Mikroinverter und das Stromnetz. Das ist sozusagen einfach ein Solar Speicher im Mini-Format und hat 1600 Wattstunden Speicherkapazität und alles, was dann sozusagen ja über ist, was das Haus nicht verbraucht und die Solaranlage produziert, das wird dort gespeichert und dann abends, wenn ihr zu Hause seid und den Strom verbrauchen wollt, ausgestoßen wieder. Laut Anker verdoppelt sich damit der Anteil des selbstgenutzten Stroms und ihr spart im Durchschnitt 178 Euro Stromkosten im Jahr. Bei der Rechnung hier wird jetzt davon ausgegangen, dass die 880 Watt Solarpaneele 890 Kilowattstunden Strom im Jahr produzieren. Da gibt es auch Online-Rechner, könnt ihr mal für euren jeweiligen Standort dann selber nachschauen. Aber wir bleiben jetzt einfach mal bei den Durchschnittswerten und gehen von 40 Cent Strom pro Kilowattstunde aus, dann sind das 178 Euro im Jahr. Das Interessante ist jetzt, dass dieser Speicher der weltweit erste ist mit bis zu 6000 Ladezyklen, was zu einer Lebenserwartung von 15 Jahren führt. 10 Jahre werden von Anker garantiert und wenn wir jetzt über diese 15 Jahre mal rechnen, 178 Euro, dann spart euch das Ganze 2670 Euro Stromkosten. Die Anker Solix Solarbank E1600 ist jetzt verfügbar und vorbestellbar, Freunde, über den Link in meiner Videobeschreibung. Es gibt für euch limitiert einen minus 200 Euro Rabattcode plus minus 15% auf das restliche Anker-Sortiment. Ihr könnt jetzt also auch noch kostengünstig zuschlagen bei den Balkonkraftwerken, braucht aber nicht unbedingt eins von Anker, sondern wenn ihr jetzt schon eins habt, was vielleicht von einem anderen Hersteller ist, dann ist trotzdem der Solarspeicher zu 99% kompatibel mit allen anderen am Markt befindlichen Mikroinvertern. Für jeden 100. vorbestellten Solarspeicher verlost Anker einen Powerhouse 521 im Wert von 370 Euro, das ist auch nochmal so ein Stromspeicher, den ihr mitnehmen könnt auf die Wiese, einfach Handys laden, Musikboxen abspielen und so weiter. Euch dabei viel Glück und viel Spaß beim Stromsparen. Vielen Dank an Anker für Sponsoren dieses Videos. Und wir schmeißen jetzt hier mal den V8 Biturbo an, bevor ich noch ins Elektroauto umsteige. Ja, hält sich schon aus, aber weiß ich nicht, mal so diese 1000 Kilometer am Tag Touren, die wollte ich ja eigentlich nicht mehr machen, weißt du? Ich hab's ja mitbekommen mit deiner Baustelle auch hier. Ja. Ich glaube, wir müssen mal ein paar Handwerker aus Japan importieren, weil hier läuft ja gar nichts mehr in Deutschland. Ne? Ikay, dein ganzer Hof wieder voll hier. Ja, nein, das sind jetzt nicht unsere Autos. Jetzt und ich hab. Nebenbei der Tanzsportverein. Der Tanzsportverein? Ja. Dem gehört der? Ja, nein, dem gehört der. Der Ikay macht das aber auch super. Der macht das super intelligent, Freunde. Der stellt immer so die Karren, die mich interessieren könnten, stellt der hier ganz vorne hin. In der Hoffnung, dass ich da nochmal schwach werde. So, was haben wir hier? C216, CL, ein 500er müsste das sein. Zumindest hat er nicht die AMG-Sitze drin. Konnte ich gerade schon erspähen. Carlson komplett im Bau, aber mit AMG-Bremse. Also das ist auf jeden Fall die große Bremse vom 63er und 65er. Aber halt ein 500er. Weiß ich nicht, muss ich auch sagen, ist mir ein bisschen zu extrem, das Bodykit. Da finde ich tatsächlich ein Serien-AMG-Kit schöner. Ist halt was Seltenes. Aber nicht so selten, Freunde, wie das, was uns jetzt hier gleich erwartet. Wieder einen ganz, ganz, ganz wilden Lachs geangelt.
Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, Ilkay! Oh mein Gott! Das ist ein Grund, die Freundschaft zu dir zu kündigen. Das sage ich ehrlich, wie es ist. Digga! Oh mein Gott! Ist das brutal! Brutal peinlich, wollte ich das sagen, ne? Brutal geil ist das Ding, Alter! Oh mein Gott, der ist noch viel geiler, als ich mir vorgestellt habe. Wow! Oh. Komm, okay, komm! Ey. Mehr geht nicht! Ey, das ist doch wirklich. Komm mal den Schlüssel an. So, Leute, kurze. Kurze Story hier über dieses Auto. Das ist tatsächlich, können diesmal sogar einige bezeugen, ein legendärer 4 Uhr nachts Kauf. Ja. 4 Uhr nachts. Ja. Und zwar ganz genau, weißt du, wann ich den gekauft habe noch? Essen Motorshow. Essen Motorshow. Essen Motorshow war das. Aber so richtig hackedicht, ne? Auf unserer Hausparty habe ich dir um 4 Uhr, oder ich weiß nicht mehr genau wann, ja, aber ich blende jetzt euch hier nochmal die WhatsApps ein, wenn ich sie noch habe. Ja. Das Gebot auf die Karre rüber geschickt. Und am nächsten Morgen habe ich dieses Ding bekommen. Ich dachte, ah, ups, da war ja was. Oh Mann, Hagen, das waren diese legendären wirklich. Das glaubt dir kein Mensch, aber warum? Warum? Ich verstehe es einfach. Ich habe einfach blind auf den geboten, weil ich auch relativ wenig geboten habe, muss ich sagen. Und ich war einfach neugierig. Ich war ultra neugierig, weil ich habe auf dem Foto schon gesehen, dass der hinten verbreitert ist. Und ich weiß nicht, inwieweit das im Video rüberkommt. Es kommt nicht so rüber wie in echt. Er ist wirklich sehr breit. Also er ist wirklich sehr breit. Ich glaube, das Fahrwerk kommt mir so vor, als wäre es gerade oben. Ja, können wir mal gucken, ob das Fahrwerk oben ist. Es hat ja Airmatic, es ist nämlich kein 55er. Auch wenn es erstmal ein bisschen so klingt. Kannst du mal ein bisschen Gas geben? Komm, jetzt halt runter. Also, Serienabgasanlage ist dran. Ja, definitiv. Serien-Bodykit, Serienfelgen. Ja, das Ding sieht einfach nur brutal aus. Es ist einfach komplett Endstufe und ich habe gerade schon gesehen, guck mal, die Bremse hier. Auf jeden Fall ist es keine 500er Bremse, also auch keine 500er Bremsscheibe. Die Felgen sind Quatsch, das ist ganz klar, also die Felgen müssen runter. Müsste man nur jetzt jemanden kennen, der geile Felgen im Programm hat in 20 Zoll, ne? Okay. Müsste man jetzt jemanden kennen. Da gibt's einige. Da gibt's den einen oder anderen, so. Ja, ich gehe einmal mit euch rum. Muss ich wirklich sagen, mein geilster Kauf seit langem. Mein geilster Kauf seit langem, Ilkay. Ilkay ist noch nicht so überzeugt. Pass auf. Das ist hochgradig image-schädigend, dieses Auto zu importieren. Für dich? Ehrlich. Ja. Ah, komm. Aber wenn du es nicht wärst, glaub mir, nie im Leben hätte ich dieses Auto importiert. Ich finde ihn super bis jetzt. Also, komplett all white. All white everything mit einer 55er Front und Heckstoßstange. Stilgerechtes V8 Kompressor Logo. Schöne Spiegelkappen dran. Echt sauberer Lackzustand. Also Ilkay, sag mal ehrlich, für das, was die Karre gekostet hat, der Zustand an sich von der Karosse. Ilkay, jetzt sag was. Ist doch top, oder nicht? It's the rhythm of the night. Scheiße, was ist das denn? Ja. Rhythm B8. Unzerstörbarer M113 drin, man kennt ihn. Auf den ersten Blick erstmal Ventigeldeckeldichtung und Kühlwasser-Wärmetauscher trocken. Das ist gut. Ja, der Ansaugschlauch wird hier professionell zusammengehalten. Scheiße SPC-Bremse. Aber die gibt's ja meistens auf Kulanz von Mercedes gemacht. Ja, ja, stell dir mal zu Mercedes, sag mal die Song aus Kulanz. Die jagen mich vom Hof damit, ey. Die jagen mich hoch, gerade vom Hof. So, Innenraum war ein riesen Fragezeichen. Weil diese Innenausstattung offensichtlich nachträglich reingekommen ist und wir nicht wussten, in welcher Qualität die ausgeführt ist, weil die Japan, also die Fotos auf der Japan-Auktion immer oft unterirdisch sind und ihr logischerweise keine Zeit hattet, einen Pre-Auction-Check zu machen. Das heißt, ich habe den blind gekauft. Auf den ersten Blick, muss ich sagen, Ilkay, sieht das extrem geil aus. Ich werde es jetzt mal anfassen
um rauszufinden, ob es Plastik ist oder zumindest mal Leder. Fass du mal an. Was sagst du? Also fühlt sich jetzt nicht ganz minderwertig an, ne? Ich finde, es fühlt sich nicht schlechter an als ein Original-Mercedes jetzt. Finde ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, das sitzt auch in einem relativ guten Zustand, muss man auch dazu sagen. Ja. Also vielleicht, ja, also schwierig. Ist natürlich kein Brabus. Ist nicht so schlecht, Ilkay. Also, ist nicht schlecht, Ilkay. Also pass auf. Wir haben rote Sitze mit schwarzen Nähten und schwarzen Kedern. Wir haben hier, nebst unserer wunderschönen Diamant-Veredelung, ein Diamant-Stitching. Schon überzeugt? Absolut, ja. Ein ziemlich sauberer Einstieg mit beleuchtetem AMG-Logo. Und hier vielleicht auch schon die Lösung des Rätsels. Caro, the first class quality. Können wir mal googeln. Vielleicht ist es ja so ein Veredler oder so in Japan, der Interieur macht. So ganz gut veredelt sind hier unten auch schon im Fußraum die... Ich möchte unbedingt wissen, ob es eine Pedale. Mann oder Frau war. Ja. Was denkst du, Mann oder Frau? Ich denke, das ist ein Männerauto hier. Also das Diamond-Theme zieht sich hier von vorne bis hinten durch. Über den Stern. Ich möchte wissen, was es mit dem Rhythm auf sich hat. Ey. Mit dem Rhythm? Da steht auch der Aufkleber, ne? Ja. Und der Innenspiegel natürlich. Ist ja, boah! Was ist das denn? Das ist quasi ein Display. Funktioniert das? Ja, da ist ein Display. Mach mal an. Wenn das angeschlossen ist, machen wir einen Rückwärtsgang. Ah, das gute Pioneer Cyber Navi. Das machen wir hier an. Kannst du sogar Fernsehen schauen. Können wir hier Fernsehen? Ja, und so weiter. Also wir haben hier einen Spiegel. Wir haben hier einen Fernseher. On board. Und das ist ein legendärer Tisch. Oh mein, ey, es kommt der eine Überraschung nach der anderen hier. Wir haben einen Kopisch. Whisky-Dings. Whisky-Glashalter. Ja, ich möchte gar nicht wissen, was die in dem Auto alles gemacht haben. Das werde ich auch nicht wissen. Marke Eigenkreation. 4C bewertet. Damals. Ja. Eine Markierung hatte. Gab 93.000 Kilometer soll er gelaufen haben. Ja, ich meine, der Score wird jetzt mal zweitrangig bei dem Auto. Dann warte mal. Okay. Er gefällt. Ja. Er gefällt mir. Also wenn du das sagst. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von diesem weiß-silber-Carbon... Die Bremse. Was testen. Rückfahrkamera. Weil das ist ja schon hier irgendwie was ganz Wildes. Ne? Der Knopf hat eigentlich eine ganz andere Form. Irgendwas klappert da jetzt vorne vom Motor. Ja. Was soll man davon halten, Ilkay? Schwierig. Was ist denn das bitte? Das ist ja gar nichts abgenutzt. Das ist ja das Komische an dem Auto. Ich hätte gedacht, das ist die größte Schrottmöhre, aber jetzt, wenn ich den so sehe... Das ist keine Schrottmöhre, Digga. Also jetzt no joke, auch für die Leute jetzt, die so... Weil ich das vielleicht gerade so ein bisschen rübergebracht habe, so hahaha, alles lustig, einfach mal aus Spaß den gekauft. Aber ich habe den halt schon zu einem Preis gekauft, wo er jetzt hier steht, wo ich sage, den werde ich zu 1.000.000% mindestens dafür wieder los. Und deswegen finde ich es jetzt auch gerade lustig, einfach dieses Überraschungspaket so zu haben, weißt du? Weil ich wusste ja überhaupt nicht, was ich da kaufe. Und das ist gerade einfach nice, weil ich übel positiv auch überrascht bin. Also jetzt erstmal auf den ersten Eindruck, weil der Zustand, wie du sagst, wirklich gut ist. Außen und innen. Man, der ist noch nicht gewaschen, ne? Also der ist noch nicht aufbereitet, gar nichts. Der ist jetzt so gekommen, noch kein TÜV, noch gar nichts gemacht, keine Scheinwerfer, kein Navi. Ja. Der braucht eine neue Batterie, der hat noch die Japan-Batterie drin, klar. Ja. Da muss ich jetzt auch erstmal, also der geht auch, bevor wir den irgendwie umbauen lassen, Scheinwerfer Navi-mäßig, erstmal zum TÜV. Ich habe gerade schon mal auf dem Handy geguckt, das ist nämlich keine AMG-Bremse. Ich habe keine Ahnung, was für eine Bremse das sein könnte. Schreibt es mal in die Kommentare. Also das Brembo ist... Brembo ist es garantiert nicht.
Weiß, willst du das so sagen? Ja, das ist kein Brennbuch. Es ist aber da eingelassen, also das ist jetzt kein Aufkleber. Es kann natürlich auch ein Fake sein. Es gibt ja auch viele Fakes, Nachbauten, Wannabe-Replika im Umbau. Ich meine, es ist nicht so ein Billigteil, ne? Also es gibt ja diese Plastikdinger. Ja, du meinst jetzt diese Plastikdinger, die du draufklebst, aber das ist ja ein richtiger Bremssattel. Es gibt ja welche, die auch quasi lackiert sind, richtig, und hochwertige Replikas. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen den auf der Bühne haben, ne? So von außen zu beurteilen, ist schwierig. Bin sehr gespannt, was da jetzt rauskommt. Ja, ich auch. Eine richtig fette Bremsscheibe da drauf. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Also es hätte viel schlimmer sein können, als es jetzt letztendlich ist. Ja. Interessant auf jeden Fall. Das Projekt lustig. Plus, das ist natürlich auch das perfekte Auto, um jetzt, also für mich, um mal meine Felgen auch mal wieder richtig geil auf dem Auto zu zeigen. Um den irgendwo hinstellen zu können. Also ich habe Bock drauf. Das Auto geht jetzt schnellstmöglich in die Werkstatt. Gucken, dass wir den irgendwie durchprügeln. Und dann geht's weiter damit, weil ich habe da richtig Bock drauf. Auch den Innenraum. Das mag jetzt für den einen oder anderen für euch vielleicht sehr wild aussehen. Aber es ist eine geile Basis, um was dran zu machen. Also wir haben ja schon, die Sitze würde ich gar nichts dran machen. Aber man kann ja aufbauend darauf weitermachen. Ne? Das muss ja hier mit dem Glitzerzeug und auch das Carbon, das muss ja jetzt nicht so bleiben. Auch der Himmel. Ne, aber wenn du jetzt quasi schon mal das halbe Auto ordentlich besattelt hast, ist jetzt ja eigentlich nur noch Himmel. Wenn man sich den Himmel einmal schwarz Alcantara vorstellt und halt diesen Klimbim-Kram weg, also das Carbon und diesen Diamond-Kram, dann ist es ein richtig, richtig geiler Innenraum. Saubere Einstiege, alles beleuchtet, die Knöpfe nichts angegrabbelt. Das ist eine geile Karre. Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Was wolltest du sagen? Ich muss immer an diesen Typen da denken, an den Chinesen von Hangover, wenn ich das Auto sehe, so vom Geschmack. Ich weiß nicht warum, also ich glaube, das könnte so seinen Geschmack treffen, habe ich das Gefühl. Schreibt es in die Kommentare, Freunde, ob das Auto euer Geschmack ist oder zu viel Japan. Ich glaube, mehr Japan geht nicht vom Taste her, ja, vom also Geschmack. Das ist typisch asiatisch, also das ist too much for Europe. Ja, von der Front her muss man auch mal gucken, ob man das alles so weiß lässt. Irgendwie finde ich es lustig. Schönen Gruß soll ich dir ausrichten von Arius. Ja? Ja, mit dem habe ich heute geschrieben. Ah, Grüße zurück. Mach mal Fahrwerk hoch. Hör ich da was? Jetzt wissen wir, warum das Fahrwerk oben war. Das sind alles nur Kleinigkeiten hier, ne? Das ist ja die Rettungsschale hier ein bisschen, ne? Guck mal, die ist hier rausgelupft, warte. Das ist nur das Gummi. Ganz vorbei. Es war mir wie immer ein Fest. Es geht zeitnah mit dem Auto weiter. Wirklich, Leute, das ist jetzt kein Japan-Kauf rein raus, sondern mit dem Auto geht's nach vorne. Vielen Dank euch fürs Anschauen des Videos. Freut euch aufs Projekt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Also, und hier Japan-Lachse bei Far East Imports immer kaufen, ne? Immer die guten nur.